Und jetzt wird's noch mal richtig emotional. Die Verleihung des Preises, auf den auch in diesem Jahr so viele so unglaublich hart hingearbeitet haben, ohne es zu merken. Herzlich willkommen zu der Goldene Vollpfosten 2023. Herzlichen guten Abend, liebe Leute. Endlich ist es wieder soweit. Der Goldene Vollpfosten. Und für mich als eine Netzreporterin natürlich eine Riesenehre, diesen Preis hier live im sterbenden Medium Fernsehen verleihen zu dürfen. Und dann auch noch neben einem quasi sterbenden Moderator. Vielen herzlichen Dank, ARD. Ja, ich freue mich auch. Kommen wir nun zu unserem ersten Preisträger. Die Deutsche Bahn. Ende vom Witz. Auf Wiedersehen. Haben Sie gemerkt, Karina? Ja. Ich habe so getan, als wäre ich fertig. Ja. Weil schon wenn man Bahn sagt, lachen die Leute ja. Mhm. Ja, weil es ein so wahnsinnig schlechtes Verkehrsmittel ist, dass alle immer so voll scheiße sind. Ja, ich hatte die Gag-Mechanik schon verstanden. Okay, ja. 2023, was für ein Katastrophenjahr für die Bahn. Aber dafür mit einer tollen Schlusspointe. Der Vorstand der Deutschen Bahn soll für das vergangene Jahr offenbar Bonuszahlungen von insgesamt fast 5 Millionen Euro erhalten. 5 Millionen Boni für nur noch 66% Pünktlichkeit bei Fernzügen in den ersten 10 Monaten des Jahres. Dabei fängt Verspätung bei denen erst nach 6 Minuten an. Und ausgefallene Züge werden praktischerweise gar nicht mitgerechnet. Ja, und bei Kundenzufriedenheit hat die Bahn schlechter abgeschnitten als je zuvor in ihrem ganzen Leben. Aber ich finde, Kunden werden eh überschätzt, weil, ich sag mal, Züge fahren ja auch ohne Kunden. Aber ja, ein Kunde fährt nicht ohne Zug. Denken Sie da mal drüber nach. Jeder dritte Zug bei der Bahn kommt zu spät, sagt die Bahn selbst. Neuer Verspätungsrekord, massive Einschränkungen. Ein echter Investitionsstau nach Jahren des Stillstands. Die gestrandeten Fahrgäste ratlos. Bahnfahren wird zur Nervenprobe. Der sogenannte Deutschlandtakt der Deutschen Bahn wird erst, ja, Sie hören richtig, im Jahr 2070 kommen. Mich interessiert das nicht mehr, bis dahin bin ich tot. Ich bin dann gerade mal 104. In dem Alter kann man nur noch bei den Stones mitsingen. Stones, verstehst du? Ich verstehe gerade nicht, was er sagt. Ist egal. Aber egal. Denn nun würden wir sehr gerne den Pfosten für die Bahn überreichen. Aber wie Sie sehen, habe ich leider keinen, weil wir soeben erfahren haben, der Pfosten ist mit seinem ICE leider am Dienstag in Hamm-Westfalen liegen geblieben. Ja, er schickt uns dieses Foto und fragt, ob die Heute-Show ihm einen Flixbus bezahlt. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nein. Kommen wir stattdessen lieber zu unserem nächsten Preisträger. Robert Habeck. Ja. Was? Nein, nicht den. Den habe ich früher geliebt, ich schwöre. Der war mit Abstand der Beste bei Boyzone. Ja. Wirklich. Ja, er war maskulin, aber auf so eine verletzliche Art. Bestimmt, ja? Bestimmt. Das ist jetzt aber gar nicht der Punkt. Robert Habeck hat mit einem hingehudelten, wirklich wahnsinnig schlecht gemachten Gebäudeenergiegesetz mit dafür gesorgt, dass statt Wärmepumpen wieder mehr Gas- und Ölheizungen eingebaut werden. Ja, deswegen herzlichen Glückwunsch. Es gibt für ihn von uns den goldenen Vollpfosten und zwar als ein Installateur verkleidet. Und schau mal, ja, auf seinem kleinen Blaumann sind lauter Ölfleckchen, weil er so viele Ölheizungen verbaut hat. Ja. Ja, Robert hat Fehler gemacht, aber er wurde auch fies gemobbt. Vor allem auch in dieser Sendung. Das deutsche Einfamilienhaus. Wir dachten, wir wären darin sicher. Aber dann kam er. Eins, zwei, Habeck kommt vorbei. Drei, vier, er steht vor deiner Tür. Fünf, sechs, nimm dir die Heizung weg. Sie haben dir das Fleisch weggenommen. Und dein Geschlecht. Jetzt ist deine Ölheizung dran. Denn die Grünen hassen dich und wollen, dass du frierst. A Nightmare on Öl Street. Nachts, wenn der Habeck kommt. Ja. Nightmare on Öl Street. Klassiker. Ja. Gut. Noch erfolgreicher war genau ein Film. Und zwar Barbie, der Film. 1,4 Milliarden Dollar an der Kinokasse für zugegebenermaßen intelligent gemachte, selbstironische Unterhaltung.
Man könnte aber auch sagen, für einen 2 Stunden langen Mattel-Werbespot. Why? Ganz ehrlich, ich hasse Barbie, weil ich durfte als Kind nur die doofe Petra haben. Ja, meine Freundin immer so, guck mal, Larissa, die neue Rainbow Magic Barbie mit Einhorn und integrierten Schminktisch. Und ich so, ja, Shania, schön für dich. Meine kann nicht mal das Bein so abknicken. Anyway, wo war ich? Barbie. Ach ja, Barbie, Kackfilm. Und am Ende wird sie zu einem Mensch? Warum? Sie hatte alles. Aber wegen Barbie haben ganze Generationen von Mädchen ein falsches Schönheitsideal. Dankeschön. Und dafür gibt es von uns diesen Vollpfosten. Ja, wobei, woran ich mich ja sehr gerne erinnere, ist Barbies Schwester. Kennst du noch Skipper, damals in den 70ern? Meet new growing up Skipper. She's 2 dolls in 1. Growing up Skipper. So what grew? Her breasts, whenever her arm was turned. Hä? Es funktioniert nicht. Was mache ich falsch? Ah, vielleicht auf der anderen Seite. Nein. Okay. Ja, gut. Ein weiterer herzlicher Glückwunsch zum Vollpfosten geht heute Abend an Hubert Aiwanger, meine Damen und Herren. Selbstverständlich für Flugblattgate. Schauen Sie mal, der Pfosten hier sogar mit Mini-Schultasche voller Flugblätter. Was steht da drauf? Nee, das lese ich nicht vor. Ja. Den Pfosten gibt's aber gar nicht so sehr für den 17-jährigen Hubert, damals am Horst-Wessel-Gymnasium oder wie immer das hieß, sondern für die Reaktion des erwachsenen Hubert auf die Enthüllung. Sie erinnern sich, mein Bruder hat das Flugblatt geschrieben und auf dem Schulklo verteilt. Oh Gott, du meine Güte, wer geht denn bitte aufs Schulklo? Ist ja voll ekelhaft. Ich habe in den kompletten 12 Jahren bis zur 8. Klasse nicht einmal groß gemacht, ich schwöre. Aha. Jedenfalls gut zu wissen, dass man in Bayern selbst nach solchen Enthüllungen ohne jede Demut und mit ganz viel Medienschelte 15,8% holen kann. Ja, Oliver, weil er ein Original ist. Weil er redet wie normale Menschen, nur halt nicht auf Deutsch. Es ist, wie wenn Sie einen Fluss haben mit 10 Meter Breite und da sind die Krokodile drin und Sie sagen, spring aufs andere Ufer. Wenn er nicht rüberspringen kann, muss man dort Trittsteine machen, wo man sicher rübergehen kann, sonst wird man von den Krokodilen gefressen. Und diese Ampelregierung ist auf bestem Weg, die Bevölkerung Deutschlands an die Krokodile zu verfüttern. Oh, wussten Sie das? Ich wusste das nicht, dass Bayern so ein Krokodilproblem hat. Ich weiß, das liegt bestimmt am Klimawandel. Ja, höchstwahrscheinlich. So, und zum guten Schluss, meine Damen und Herren, reden wir bitte noch mal über künstliche Intelligenz. ChatGPT, das Thema des Jahres. Gefürchtet, aber auch gefeiert. Nicht zuletzt von Schülern, die nie wieder selber Aufsätze schreiben müssen. Besser läuft's dann beim Aufsatz über den Künstler Friedensreich 100 Wasser. Es ist sehr gut geworden, also schöne Gliederung, die auch wirklich Sinn ergibt. Und ja, ich finde es eigentlich schon sehr praktisch. Man muss sich ewig so Büchern lesen. Ja, Bücher, hör bloß auf. Ich habe sogar mal einen Roman gelesen, der hieß Die kleine Robbe Nimmersatt. Ich schwöre, es war so langweilig und außerdem war das kaputt. Auf jeder Seite war ein Loch. Ja, tatsächlich warnen führende Experten nicht nur vor immer mehr Fake News durch KI, sondern sogar vor einer möglichen Vernichtung der Menschheit. KI sei so gefährlich wie Pandemie oder Atomkrieg. Deshalb geht der letzte Vollpfosten des Jahres an den Homo sapiens. Das einzige Säugetier, das unermüdlich an seiner eigenen Ausrottung arbeitet. Also ganz ehrlich, ich finde, KI ist überschätzt, kann man sagen. Aber zur Veranschaulichung habe ich extra für heute Abend als Beweis meinen eigenen Avatar erschaffen. Sehen Sie selbst. Er wurde gefüttert mit all meinem Wissen aus meinem Kopf. Und ich schwöre, sie ist trotzdem so dumm. Hast du mich gerade dumm genannt? Guck dich mal selber an, wie dumm du aussiehst. Voll krass dumm. Und du meine Güte, ich kann nicht glauben, dass sie das wirklich gerade gesagt hat. Ich meine, guck sie mal an, wie sie aussieht. Sie hat überhaupt keinen Geschmack. Ja, ja, bla, bla, bla. Selber überhaupt keinen Geschmack. Gut, ich würde sagen, ein intellektuelles Unentschieden. Und das war die letzte Heute-Show des Jahres. Jetzt kommt das ZDF-Magazin Royal. Wir sehen uns wieder am 26. Januar. Er macht sehr, sehr lange Pause, weil er so derartig faul ist. Es ist unglaublich. Aber Mama finde ich ganz gut. Das ist wenigstens intelligente Unterhaltung. Tschüss, schöne Feiertage, egal ob mit oder ohne Baum. Bis nächstes Jahr.
Nein, ich mache hier gar nichts mehr, bevor ihr nicht den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Ich hab die Schnauze voll. Ja, los, lasst ein Abo da.